Wie haben Sie den Menschen Nikola Tesla kennengelernt? Wie würden Sie ihn charakterisieren? Was sind seine hervorstechendsten Eigenschaften? Ein sehr gefühlvoller, ein fühlender, ein denkender, ein überlegter Mann, der in seiner Vorstellungskraft vielen anderen auf der gleichen, also nicht so, es gibt nicht so viele andere auf dieser Ebene. Tesla ist da einzigartig. Also als Techniker würde ich ihn erstmal, also der hat sich selber als Elektriker bezeichnet. So, sie hießen damals Electricians, weil man hatte damals noch keinen anderen Begriff. Er ist ein Pionier von diesen Electricians gewesen. Also wie gesagt, ein Sehender, der vielleicht in die Dinge hineinschauen konnte, in die Dinge hindurch denken konnte. Das ist etwas, was. Da muss man nicht sehr in die Esoterik oder Transzendenz hineingehen. Manche Leute können das, dass sie eine Sache sehen und entdecken, was es ist, was die zusammenhält, was ursächlich diese Sache, dieses Ding, diese Maschine, diesen Motor bewegt. Ich glaube, das ist eine hervorragende Eigenschaft von Nikola Tesla gewesen. Die negativen, er war sicherlich. Ja, man hat ihm Autismus nachgesagt oder Depressionen, sogar in die Schizophrenie hineingehen. Das halte ich alles für Quatsch. Er war eben durch sein gefühlsbetontes menschliches Sein dafür prädestiniert, von dem, wie die Welt eigentlich ist, eher erdrückt zu werden. Und er hat sich dem oftmals entzogen, indem er sich zurückgezogen hat. Er war ein Einzelgänger. Er war ein einsamer Mensch. Und dadurch, dass seine Ideen, seine sehenden Ideen, die Welt auch weiterentwickelnden Ideen dann nicht angenommen worden sind von gesellschaftlichen Kräften, über die wir vielleicht auch reden wollen, ist er immer einsamer geworden und als, man kann sagen, verkanntes Genie gestorben. Aber die Ideen, und der Ansatz, wie damit umzugehen ist, mit Welt, mit der technologischen Welt, in der wir sind, davon können wir heute noch sehr, sehr viel lernen.